Alter, wenn du alleine 2,5 Millionen Babys rettest, was macht denn das mit deinem Karma? Hier, Ja, als hätte vor Hitler das mal gemacht. allem. Ganz ohne vielleicht nicht, aber ich nehme immer diesen Hafermilch mit Schwarztee und Tapioca-Perlen. Übelst lecker. Schwarz ist auf jeden Fall ein richtig gutes Stichwort, um hier einzusteigen. Diese Woche war ja Black Der Friday, Schwarze Freitag, ist genau. leider ausgefallen, wurde von der Polizei verprügelt. Schade. Ja, gab es irgendwie einen Shitstorm, ne, gegen irgendeine Organisation? Weiß ich gar nicht, Ach keine so. Ahnung. Es gab Shitstorms, es gab Twitstorms, es war wieder einiges los. Aber, oh, wer sind denn diese Leute, die hier gerade ihr Ohr in mein Mikrofon reinhalten? Ach Leute, hallo, ihr schon Sag hier? mal, verpisst ihr euch mal? Was sollen die Scheiße? Seid aber ganz schön früh dran heute, sage ich euch, Ja. ey. Uiuiui. Wollen die das hier denn jetzt irgendwas erzählen? Eine Stunde jetzt durchlabern, ey, gar keinen Bock. Hammer! Wir haben ja hier, warte mal, ich sehe gerade vor mir, da ist ja eine Struktur. Wir haben tatsächlich hier ist es A4, ja, A4-Blatt in Gelb mit schwarzer Schrift, wo jetzt Fußball, Dortmund! unser ganzes Skript draufsteht. Also wir werden jetzt zu Ja. 100% von einer Redaktion hier bevormundet und Ja. von Olaf Scholz, von der Bundesregierung natürlich, von Klaus Schwab und Bill Gates, die uns hier unsere Texte Ja, da einschreiben. drüben siehst du auch hinter der Scheibe, da sind so Leute mit Maschinengewehren und Hakenkreuzbinden. Die drücken direkt ab, wenn wir hier vom Skript abweichen. Wenn wir nicht die Nationalhymne singen in jeder Ausgabe, dann werden wir Ja. totgeprügelt. Einigkeit und Pflicht und Reinheit. So ist das. Willkommen zum Brennpunkt. Ja. Wir sind gerade im Cold Open, oder? Der Der ist jetzt Patrioten-Podcast. offiziell vorbei. Du hast ja jetzt gerade das Begrüßen gemacht. Dann sage ich an dieser Stelle auch nochmal beliebige Begrüßungsbruch. Nein, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Leute. Wir sind Brennpunkt Internet, wie Tino bereits sagte. Ja, Tino sitzt ja neben mir, genau. Und neben mir sitzt Robin. Oh, das ist aber schön. Und wir begrüßen euch herzlich. Wir sagen euch, was die letzte Woche passiert ist. Da ist einiges passiert. Ich habe eine Nerdfrage, eine Podcast-Nerdfrage. Hast du denn deine Begrüßung mit der Datenautobahn dir bewusst ausgedacht für den Nee. Podcast oder kam das irgendwann spontan und du hast dann Das war. gesagt, das mache ich jetzt immer so? Ja. Krass. Wie natürlich dieser Weil Podcast ist. Datenautobahn ist halt so ein übelstes Boomer-Wort. Und das finde ich witzig. Und dann hört es auch schon auf, die Begründung. Weil andere Podcasts, weißt du, die machen sich vorher so richtig krasse Gedanken, so, die müssen ein Konzept aufschreiben, was ma machen wir für eine Begrüßung, was für ein Abschied, was für Intro, Outro, was für Rubriken. Der Brennpunkt hat sich entwickelt über die Jahre. Ja. Wir machen uns vor allem viele Gedanken darüber, wem müssen wir danken. Und ich muss auf jeden Fall mehreren Leuten danken. Zum Dunkin' Donuts einen, zum ja. Beispiel. Und wir zum einen. Moment. Stopp. Struktur. Als allererstes kommt jetzt erstmal das Wort der Woche. Code Open ist abgehakt. Ja. Unmod Phrase abgehakt. Jetzt kommt hier Wort der Woche. Vergessene Worte. Ja, pass auf, das Wort der Woche habe ich leider bei mir ganz unten stehen, aber ich finde das bestimmt trotzdem. Ach, komm schon. Es war so flüssig. Das Wort der Woche ist allenthalben. Natürlich ist es Allen, allenthalben. natürlich Das ist so allenthalben. ein so geiles Wort. Das Wort der Woche allenthalben, das bedeutet so viel wie überall oder bei jeder Gelegenheit, hier die offizielle Definition, bei jeder Gelegenheit sich in kurzen zeitlichen Abständen wiederholend. Und deswegen werde ich sagen, mein Dank gegen den neuen Patreon-Supporter, den Kaufer des Österreich-Podcasts, Rudi, der wird Rudi, sich ja das allenthalben Hirschwein. durch den Podcast ziehen. Cool. Danke, Rudi, das ist wirklich ganz geil. Mir deucht, der Rudi ist ein geiler Typ. Cooler Typ. Ne? Kenne ich jetzt nicht, aber Na, cooler aber der Typ. hat den Österreich-Podcast Ach, er war das, ja. gespielt, ja. Der ist Und cool. der ist jetzt Patreon-Supporter, ist jetzt in der Ey, willkommen, Telegram-Gruppe. Alter. Und Österreich war eben, es war echt mein Podcast, so, ja, ja. Ich habe mich da voll reingefuchst. ist so. Die nächsten zwei Ausgaben, die wir immer noch vor uns herschieben, mit was nochmal? Langusten Lagusten. und Mangusten. Und die kulturelle Aneignung, die wir immer noch aufschieben, kommen noch, Leute, keine Wir Angst. schieben die kulturelle Aneignung so lange auf, bis das Abendland islamisiert wurde. Ja, das ist auch wie der Trabi zu DDR-Zeiten. Hat ein bisschen gedauert, aber dann, wenn er dann da war, war die Freude riesig groß. Das Mein Wort stimmt. der Woche ist eben da. Eben da. Und zwar habe ich meine Bachelorarbeit vor ein paar Tagen nochmal mir angeguckt, weil ich was wissen wollte. Und wenn du ein Quellenverzeichnis hast oder ein Zitat verwendest und du benutzt eine Person zweimal innerhalb eines oder zweier Sätze,
Da schreibst du Zitat Frankenstein zum Beispiel, mhm, und dann beim zweiten Mal machst du nur noch eben da, mhm, oder eben da. Das fand ich immer so weird, dass man nicht schreibt irgendwie den Namen nochmal, sondern nur eben das da. Mit, ist das mit A, ja? Genau, nicht eben kannst, der oder du sowas? Du kannst es abkürzen mit EBD, glaube ich, aber oder halt ausschreiben eben da. Mhm. Eben da. Ja, aber guck mal, eben da verbrachte er meist seinen Urlaub. Ja, aber da geht es ja um einen Ort, deswegen bin ich verwirrt. Ja, aber die Quelle ist ja von eben da. Ach so, es geht um die Quelle. Genau, also eben da. Und nicht da. Um die Person, weil sonst war ich jetzt verwirrt, warum man das da, also ist egal. Also Buch von Frankenstein hier, das heißt Fickbuch, und dann kannst du schreiben, im nächsten Satz, in Klammern, Quelle eben da. Hm. Ah, okay. Um es nicht nochmal ausschreiben zu müssen. Zum Glück werde ich nie eine Bachelorarbeit schreiben, um so einen Scheiß zu verwenden. Aber was ich verwende... Never say never, hat schon Justin Bieber gesagt. Der hatte recht. Der ist ein kluger Mann. Ja. Mittlerweile war ganz lange ein kluges Kind. So. Aber, wer auf jeden Fall auch ein kluger Mann ist, hast du gerade eben gehört, was da für ein Sound war, als ich gesagt habe, Wort der Woche? Ja, der Jingle war ja unglaublich. Boah! Karacho-Karte hat nämlich tatsächlich sich mal richtig in sein Editierstudio reinbegeben. Er hat einen Salto vors Mischpult gemacht und hat uns da was zusammengeklabustert. Und das hat jetzt hier schönen Schall in eure Ohren reingetragen. Letzte Woche haben wir nämlich gesagt, dass wir ganz gerne Jingles hätten und haben euch quasi beauftragt oder haben euch offen gelassen, uns Jingles zuzuschicken. Und es kamen ganz viele Einsendungen von einer Person. Von ja, MCM hat Jingle Bär geschickt. Jingle Bär. Und Neudeutsche Welle und so. Aber das war uns einfach zu gut. Ja. Deswegen mussten wir auf die zurückgreifen von Karacho-Kater. Und die sind echt alle toll geworden. Ja. So, deswegen danke an Karacho-Kater. Danke an Rudi, der sich über Patreon in die Telegram-Gruppe reingehackt hat, der Schweinehund, der. Und das würde ich sagen, war jetzt erstmal so der Anfang. Dann können wir jetzt zu den News kommen. Wow, steht's hier, News, ganz unterstrichen auch noch. Los geht's. Die News der Woche. Hast du den Sound gerade gehört? Alter, war krass, der geil schon wieder, oder? Der, unfassbar. Karacho-Kater, Alter, kommt ja rein mit Karacho und vor allem mit Kater. Ich kann mich nicht satt hören an diesen tollen Jingles. Ja. Das ist witzig, weil wir hören die gerade gar nicht. Doch, ich habe sie gehört. Ich habe es mir vorgestellt in meinem Inneren. Ah, okay. Ja, und in dieser Republik der News, in dieser Rubrik der News, gibt es die Unterpunkte viraler Hitler oder Holzschnecke. Und genau. Da ist natürlich die Frage, für uns beide, gibt es heute einen viralen Hitler zu vergeben? Ich sage ja. Und gibt es eine Holzschnecke? Die Holzschnecke möchte ich an dieser Stelle sofort vergeben. Die Holzschnecke! Ja. Die Holzschnecke ist so ein bisschen, da ist so eine ganz sachte Rüge, sage ich mal. Mhm. Ja. Die Holzschnecke wurde ja damals in der Waldorfschule, ja. Das hat jetzt auch internationale Medien erreicht, ja. Jan Böhmermann zum nämlich. Zum Beispiel, ja. Und die Holzschnecke war damals eine Foltermethode in der Weimarer Waldorfschule. Foltermethode, ja, das trifft zu. Genau. Und das war jetzt auch kurz Thema, nicht die Holzschnecke an sich, sondern die Gewalt an Schülern. Aber das ist, also die psychische Gewalt durch die Holzschnecke ist auf jeden Fall schlimmer. Viel schlimmer. Denn die Holzschnecke wurde immer auf den Tisch gestellt von Schülern, die besonders langsam waren. So. Und wir alle sind besonders langsam, Tino, denn ich möchte, das ist nicht eine aktuelle News, aber ich möchte uns allen die Holzschnecke verteilen, denn wir kennen James Harrison nicht, bis jetzt. Das ist nämlich ein Blutspender, ja. Der ist 36 geboren, der Mann mit dem goldenen Arm, und der hat sein Leben lang so viele Donations, Blutspenden gemacht von seinem besonderen Blut, was irgendwie nur ganz wenig Leute auf der Welt haben können, und hat damit 2,5 Millionen Babys gerettet. Krass. 2,5 Millionen. Alleine er, das ist schon heftig. Ja, weil es gibt halt sonst nicht so viele Leute, die das haben. Der hat wirklich, die haben es recht früh entdeckt, und dann hat er sein Leben damit verbracht. Immer, der hat quasi nie einen energiereichen Tag gehabt, weil der immer die Hälfte an Blut nur in sich hatte. Der hing durchgehend dran eigentlich, ne? Hatte so eine mobile Blutabzapfstation und hat durchgehend einfach laufen lassen. Ja, 2018 hat er seine letzte Spende gemacht. 1173 Spenden hat er gemacht. Wow. Und das ist sehr gut. Vielen Dank, dass wir dich haben. Und das ist nur die Dunkelziffer, ja? Es kann ja sein, dass die Personen, die er gerettet hat, dass sie auch nochmal Blutspenden waren später.
Und die auch wieder Menschen gerettet haben. Ja, das ist richtig, aber die sind alle nicht so Herrenrasse wie er. Der hat halt dieses besondere Blut, ja. Harrison-Rasse ist aber auch ein schweres Wort. Ja. Harrison-Rasse. Genau. Und das ist, ich glaube, bei irgendwie Neugeborenen, die irgendwie so eine bestimmte Rhesus-Disease. Ja, das ist wohl bei Neugeborenen. Die müssen da direkt irgendwie die Scheiße reingepumpt bekommen. Und dann 2,5... Alter, wenn du alleine 2,5 Millionen Babys rettest, was macht denn das mit deinem Karma? Du kannst ja dann direkt... Alles du kannst machen. Ja direkt hier... Also hätte Hitler das mal gemacht. Das hätte sich ja fast... Hätte also, kompensiert, ne? Ja. Dieser Holocaust wird kompensiert überall. Genau. Oh Gott, oh Gott. Nein, CO2, wurde das da auch schon kompensiert? Nee, ja, schwierig. Das heißt, wir haben jetzt die Schnecke bekommen, weil wir ihn nicht kennen, ja? Ja, für uns alle die Schnecke. Weil ja, das stimmt. Also das, solche Leute müssten noch gefeiert werden, nicht wie jetzt üblich. Irgendwelche Mass-Shootings war diese Woche auch wieder. Ich weiß, Amerika ist nichts Neues, aber ja. Vielleicht doch ein bisschen relevanteres Thema. Die werden durch die Medien gepeitscht. Aber von James Harrison hat hier noch nie jemand gehört. Geiler Typ. Bis heute. Ja. Also ich durfte nicht Blut spenden, weil ich entweder zu leicht war, also zu wenig Gewicht, oder weil ich halt mit Männern Geschlechtsverkehr habe. Hm. Und dann darf man das nicht machen als Mann. Das ist, hat sich geändert ein bisschen, aber inzwischen musst du irgendwie abstinent sein, also darfst du irgendwie... Abstinent vom Geschlechtsverkehr. Dass du ein halbes Jahr oder so keinen Sex gehabt haben. Echt ich dachte, das ist ein Gag. Nee, es gab echt mal, dass du irgendwie ein Jahr lang keinen Sex haben durftest mit einem anderen Mann, ehe du Blut spenden durftest. Da ist das Blut dann wieder reingewaschen, ja? Von dieser Homosexualität, die da drin ist. Und der Sinn dahinter ist, dass Homosexuelle oftmals eine HIV-Risikogruppe waren. Mhm. Und nach so einem halben Jahr weißt du, okay, da kann sich nicht infiziert haben, das Ergebnis ist aktuell und stimmig. Was aber Quatsch ist. Das heißt, eine Person, die heterosexuell ist und jeden Tag mit 5 Leuten schläft, darf Blutspenden gehen. Aber ein Mann, der seit 20 Jahren in einer monogamen Beziehung, die homogame Beziehung ist, ja. Ist voll das neue Wort. Oder wenn ein schwules Paar monogam ist, ist es homogam oder homogen. Du bist einer sehr großen Sache auf der Spur. Der darf nicht Blutspenden gehen. Das ist halt Diskriminierung. Und deswegen haben sie es jetzt, wollten sie es jetzt auslegen auf das Risikoverhalten, nicht mehr auf die Sexualität an sich. Wo wir gerade von Homo sprechen, das gab es ja auch letzte Woche schon, FIFA hier, ne, Homo ist krank und so, hat der Typ gesagt, der Botschafter, aber genau, Moment, worauf ich hinaus will, ich war mit Filmen, das Video kommt bestimmt erst hier dann 3 Wochen, das dauert ja immer, aber da ist die WM dann vorbei, wir haben trotzdem über die WM ein kleines Video gemacht, beziehungsweise er macht sein Ding und ich habe halt den Draußen-Part gemacht und habe mit Leuten geredet. Mhm. Die einzigen Leute, die gesagt haben, ich schaue WM und möchte hier Fragen beantworten auf der Straße, waren Jugendliche, die sehr naiv waren. Und da habe ich dann eine gefragt, sollten wir jetzt in Katar, um es denen recht zu machen und ja nicht auf den Schlips zu treten, den Homo Sapiens in den Hetero Sapiens umbenennen? Mhm. Was ja auch 2 verschiedene Wörter sind, das ist ja eigentlich Homo. Ja, aber egal, und sie, ja, sollten wir tun. Ja, also nur die Jugendlichen, die nicht so viel Ahnung hatten, waren bereit zu sagen, ja, ich gucke WM und ja, ich beantworte Fragen. Das hat mir dann fast ein bisschen leid getan, aber lustig ist es trotzdem. Aber ich denke, dass es so ein Ding ist, von wegen die jungen Leute wiederum, also die schauen die WM, weil die nicht so interessiert sind vielleicht in die Politik und das nicht so richtig wahrnehmen. Dann kommt halt die Altersgruppe so von, die jetzt so 20 bis 30 sind, die sind dem sehr aware irgendwie und sind gerade in so einer Phase, wo sie sich auch auflehnen gegen sowas. Die boykottieren das. Und bei Nacht sind die dann Werewolf. Genau, Werewolves. Und dann kommen diejenigen, die älter sind, die jetzt so in den 40ern sind, 50ern, die das gar nicht juckt. Die gucken auch die WM wieder. Weißt du, das ist so eine, heißt es die Sinuskurve? Ich weiß gar nicht. Die so ansteigt, wieder runtergeht. Rhesuskurve heißt das. Rhesus-Positiv-Kurve. Eine Rhesuskurve ist das, wenn du nur 1000 Spenden machst und trotzdem Millionen Menschen rettest. Das geht so hoch. Wie Harrison quasi auch die ganzen Babys gerettet hat. Genau. Jetzt sind wir beim Thema Fußball schon, ne? Nö. Ach so. Seven vs. Wild ist die Woche gewesen und Knossi hat einen Baum angezündet, um seine Kippe anzumachen. Waldbrand oder? Nee, also sonst ist tatsächlich nicht so viel passiert. Die Folgen gehen alle immer 1,5 Stunden. Irgendwie passiert nicht so viel. Aber das war für mich ein Highlight. Der steht da irgendwie im Regen, ist verzweifelt in seiner Nikotinsucht und zündet kurzerhand mal einen Baum an. Aber dürfen die Kippen mitnehmen? Er durfte für jeden Tag eine Kippe mitnehmen und er hat halt einen Tag kein Feuer anbekommen.
Nur er darf das, der Rest genau. nicht. Ja, ich glaube, das zählt auch als ein Gegenstand oder so. Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Es gab sonst nicht so die Highlights, aber das, da musste ich lachen. Da musste ich sehr lachen. Stell dir das einfach vor, er sitzt da am Strand, die ganze Insel brennt im Hintergrund und er zieht an seinem Kippchen. Hat er das wieder gelöscht bekommen, das Bäumchen? Ja, es hat ja nicht lichterloh gefackelt. Ne? Mhm. Ist ja schon klar, dass das nur so hier im Trocknen geäst und so mal kurz, aber also es ist schon trotzdem sehr witzig. Die Frage ist, wer haftet dafür, ne? Macht das dann hier die Show oder dieser Fritz Meinecke? Wenn die Insel anbrennt, uiuiui, also dann wäre es teuer geworden, glaube ich. Denke ich auch. Ist nicht so mein Metier, ehrlich gesagt. Ich habe reingeschaut, letzten Mittwoch, als du gestreamt hast und da reingeschaut, oder was, Mittwoch, weiß gar nicht. Ich habe reingeschaut und dachte nach 5 Minuten so, naja, es ist jetzt nicht mein Thema, Seven vs. Wild. Ja, das ist ja egal. Tut mir leid. Weißt du, da gucken ja viele zu, die es sonst nicht gucken würden. Ja, ist ja voll in Ordnung. Und ich mache das ja zu einem Event, ja? Und nicht Knossi, der einen Baum anzündet. Nee, voll gerne. Kannst du ja gerne machen. Nee, aber wir sind gerade bei der WM, hast du gesagt. Ja, gerne. Und da ist ja einiges passiert. Da ist einiges passiert. Es war eine absolute Shitshow diese Woche und ich hoffe, es steigert sich noch immer weiter. Aber besonders mit wenig Ruhm bekleckert, gibt es Minusruhm mit Negativruhm. Anti-Ruhm. Anti-Ruhm hat sich bekleckert. Die deutsche Nationalmannschaft und der DFB. Denn ursprünglich sollten One Love binden als Kompromiss, weil Regenbogenfahnen verboten sind, getragen werden. So, ist das ist völlig willkürliche Anordnung von irgendwelchen hässlichen Farben. Da ist so ein mächtiges kleines Kackland, das hat Angst vor bunten Farben. Genau. Als Kompromiss hieß es dann, ey, wir schließen uns jetzt zusammen mit ganz vielen Mannschaften. England, glaube ich, Spanien, Niederlande. Also, sind nicht alle bei der WM angenommen worden. Aber fast sämtliche europäische Mannschaften wollten das. Ja, einige auf jeden Fall. Und machen dann dieses One-Love-Ding. Und dann hieß es seitens der FIFA dann doch, nee, du, das machen wir nicht. Denn sonst kriegt ihr alle gelbe Karte. Und da, nicht nur die Kataris haben Angst vor bunten Farben, auch die Spieler haben Angst. Ja. Gelbe Karte, das geht gar nicht. Und deswegen hieß es, nee, können wir nicht, wir lassen die Binden zu Hause. In dem Fall, der Teamkapitän der deutschen Mannschaft, Manuel Neuer, wollte die ja tragen, hat es dann doch nicht gemacht. Deswegen, dass es einen heftigen Shitstorm gegen ihn gab, während die iranische Mannschaft aus Protest die Nationalhymne nicht gesungen hat. Und das war halt ein Riesending, weil auf die wartet ja wirklich was Hartes, wenn die nach Hause kommen, weißt du? Also die Deutschen, die kommen nach Hause und sind wieder in Frieden, die kriegen höchstens eine gelbe Karte in der WM. Ja. Aber die iranischen Spieler, die kriegen ja, weiß ich nicht, wird er gedroht mit... Denen wird die Holzschnecke gegeben. Holzschnecken werden sie erschlagen und so. Und haben halt geschwiegen während des ersten Spiels. Beim zweiten Spiel aber auch nicht mehr. Da haben sie wieder mitgesungen. Da gab es vielleicht auch schon Stimmen von Leuten, die gesagt haben, offenbar wurden denen echt Sachen angedroht. So gegen ihre Familien und gegen sie selbst. Wenn ja, nur nicht mal mitsingen. Als Kontext. Also im Iran ist diese Woche ein Erschießungskommando nachts durch die Straßen gelaufen. Es gab so einen Crackdown, möchte man meinen. Bei dem mindestens 380 Leute gestorben sind in dieser einen Nacht, wo Leute mit Maschinengewehren durch die Straßen gelaufen sind und protestierende Menschen einfach hingerichtet haben. Ja. Und diese Mannschaft stellt sich dann dahin und lehnt sich dagegen auf. Und die deutsche Mannschaft, die hat Angst wegen gelben Karten, können wir nicht hier so ein Bund. Und überlegt es mal, wenn die alle gleichzeitig auf den Platz gehen mit dieser scheiß Binde. Also es war ja auch so, der gesagt, dass... Kapitänsbinde, dachte ich, das kann doch nur einer tragen. So eine Binde. Die können doch tragen, was sie wollen. Und erst recht, wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen. Die können doch da von mir aus auch in pinken Einhorn-Dress rausgehen oder sowas. Das sind die FIFA anders und auch Katar. Ja, aber was wollen sie denn machen? Die gesamte Mannschaft einfach... Gelbe Karten. Ja, ja, also das Ding ist ja, gelbe Karte kriegst du, wenn du auf den Platz gehst und wahrscheinlich noch eine gelbe, wenn du es dann nicht ausziehst, als dann gelb-rot wäre. Aber das können die doch nicht mit der ganzen Mannschaft machen. Und geschweige denn, wenn das alle Mannschaften machen, ja? Dann können die es erst recht nicht machen. Dann ist halt die WM vorbei. Das ist eh das Ding. Das sind alles so Multimillionäre, ja, die in diesen Mannschaften spielen. Warum fliegen die da überhaupt hin? Die haben doch ihren großen Traum, da ihre 5. WM zu spielen. Das ist doch, da arbeiten die ihr ganzes Leben lang drauf hin, Tino. Das musst du doch mal verstehen. Ja, das sehe ich ein. Hm. Na, das ist doch, weiß ich nicht, die laufen irgendwie auf mit hier ihren
der Hand vor dem Mund. Ja, das ist nämlich, das ist der nächste Move gewesen. Also, weil sie das mit der Binde nicht machen durften, haben sie jetzt ein Foto gemacht, bei dem die ganze Mannschaft sich den Mund zuhält. So, haha, wir wurden Mund. Wir halten die Fresse. Ja, erstens kann man es so verstehen und zweitens, so wie es verstanden werden soll, von wegen uns wird der Mund verboten. Das shiftet die Opfer, ja, von den Leuten, die da gestorben sind, die Leute, die da verfolgt werden, aufgrund von Leuten, die sie lieben, auf die Mannschaft. Wir sind hier die Opfer, uns geht so schlecht, uns wird der Mund verboten. Mhm. Und das ist halt auch nicht geil. Aber im internationalen Raum, muss ich dazu sagen, wurde das halt schon gut aufgenommen. Nur bei uns nicht, ne? Ja, wir sind halt besonders kritisch. Naja, die sind halt besonders klug, Herrenrasse. Naja, ich fand das Zeichen schon passend, weil sie sich ja selbst den Mund zugehalten haben, weißt du? Hm. Sie hätten ja was machen können, aber haben sie nicht gemacht, aus Angst vor gelben Karten. Oder Holzschnecken. Ganz, ganz schlimm. Die Holzschnecke, Alter, das ist eine schwarze Karte. Aber währenddessen gab es halt im England-Spiel einen Kniefall von der englischen Mannschaft zum Beispiel zu Beginn des Spiels. Das ist so ein Typ, der immer so Stunts gemacht hat, ne? Evil Kniefall. Genau, Evil Kniefall, genau. Ja. Und die englische Ex-Nationalspielerin Alex Scott trug als TV-Expertin die One Love-Binde im Stadion. Ja, nicht nur die. Genau, es gab halt verschiedene. Das war halt eine der ersten, die man gesehen hat. Die dänische Premierministerin. Da frage ich mich, wo ist Merkel? Weißt du, wo steht die Merkel? Die mit der Merkel-Raute, wo so Regenbogenfahnen drin sind. Ja? Wo ist sie? Ich hätte gerne gesehen, wie sie ja wieder im Stadion sitzt und irgendwie so ihre Arme hochhält. Es würde ihr Gerippe aus dem Arsch rausfallen. So, juhu, wir gewinnen. Oder ob sie was gesagt hätte dazu. Hm. Wie sie sich verhalten hätte. Tja. Was macht die jetzt eigentlich? Scheinbar nicht mehr Fußball gucken, weißt du? Mhm. Das war jetzt auch wieder so ein Image-Ding dann wohl, oder wie? Ich bin eure Kanzlerin, ich gucke hier Fußball und tue voll interessiert, aber sobald ich aus dem Amt bin, da stricke ich lieber. Und lese Bücher. Fußball ist eine Lebenseinstellung. Einmal Fußball, immer Fußball, Angela. Ja. Was soll die Scheiße? Ob du dich mal ranhältst, auf nach Katar. Aber das größte Fiasko für den DFB oder ist ja, dass auch Rewe die Zusammenarbeit mit dem DFB gekündigt hat. Jetzt zerbricht auf jeden Fall das Bruttosozialprodukt von Katar. Das hat man vor 30 Jahren noch so gesagt. Das heißt das Bruttoinlandsprodukt. Hm. Ja, stärker das Bruttoinlandsprodukt. Ja. Es war so, ich habe es gelesen und dachte mir, krass, krasses Zeichen von Rewe, weil die ja schon seit Jahrzehnten diese Sticker-Alben rausgeben und so. Aber jetzt kam wohl auch raus, dass der Vertrag ausgelaufen wäre mit dem DFB. Ja, in einem Monat oder so, ne? Genau. Dezember. Aber was soll Deutschland ohne Sticker-Alben machen? Eben. Aber es ist trotzdem cool, dass Rewe das gemacht hat, so dass sie auch sich jetzt dagegen äußern und so. Auch wenn es jetzt nicht ganz so krass ist, wie sie es hinstellen, aber es ist cool, dass sie den Vertrag nicht verlängern und die Sticker-Alben wohl jetzt auch verschenken reihenweise und nicht mehr verkaufen. Hm. Geil. Gehe ich direkt hin, hole ich mir so ein Sticker-Album. Ist das auch Panini oder was ist das? Panini hat ja hier so ein Monopol, was Sticker angeht. Das ne? stimmt. Also da müsste man eigentlich auch mal die Zerschlagung ansetzen. Was soll denn das? Also früher auch Pokémon-Aufkleber gesammelt? Nee. Schade. Dragon Ball. Hatte ich. Also gab's doch nirgendwo Aufkleber von denen. Dragon Ball, übrigens geil. Ja, der Anime, aber ich habe halt die Aufkleber gesehen. Bei Kaufland gab's. Geil gewesen. Hm? Wusste ich, hast du mitgehen lassen oder wie? Hab ich geklaut, ja. Ah, nee, ja. Was habe ich denn? Ja, aber ich musste an dieser Stelle, wenn wir noch gerade bei der WM sind, den viralen Hitler tatsächlich vergeben und vielleicht gehst du da mit. Der virale Hitler. Und zwar an den Herrn Infantino. Ja. Wobei er infantil, ist. Denn das ist der aktuelle Präsident, der Nachfolger von Blatter, der sich auch mit Negativruhm bekleckert hat diese Woche und die ein oder andere virale Rede gehalten hat. Ich fühle mich wie ein Binder da, ich fühle mich wie eine Frau, ich fühle mich wie ein Schwuler. I feel Qatari, I feel Arab, I feel gay, I feel European, I feel disabled, I feel an immigrant worker. So, da frage ich mich, wenn der sich gerade schwul fühlt, warum wurde der nicht instant verwamst? Also, ja, ne? Wie geht denn das? Ja. Nee, er hat halt gesagt, er fühlt sich wie all diese Sachen. Hätte nur noch gefehlt, today I feel Jude, today I feel Nazi. und dann sagt er, ich weiß aber, dass ich das nicht bin, aber ich weiß, wie die sich diese Leute fühlen. Klar. Denn ich wurde in der Grundschule mal gemobbt, weil ich rote Haare habe. Der hatte mal Haare? Der hatte mal Haare. Krass. Rote sogar. Oh, schlimm. Und da wurde der gemobbt und deswegen weiß er, wie sich so ein Immigrant fühlt, der irgendwie bei 50 Grad in der Sonne verreckt. Oder wie ausgepeitscht wird und so. Ja, wie Frauen vergewaltigt werden. Er ist einfach so ein Empath, der Mann. Also wirklich Dankeschön.
Es gab endlich sogar, sagt's mal einer. Es gab sogar ein Foto mit ihm und ich weiß nicht, welche war das denn, welche Ministerin, die auch im Stadion saß mit einer One-Love-Binde. Da hatte wohl Ministerin, auch sagst du. Ministerin, genau. Die dänische Premierministerin, so eine Blonde. Genau. Ja. Und das war auch ungewöhnlich, ne, dass er als DFB-Chef da irgendwie dann doch neben dieser Armbinde passiert. DFB ist... Ach ja, meine ich doch, FIFA, ja, meine ich doch. Ja. Alles so kompliziert hier. Alles scheiße, alles. Eh ne Wichse. Außerdem hat er gesagt, wir sollen mal nicht so sein hier mit Katar und Europa soll erstmal sich an die eigene Nase fassen und sagen, für die nächsten drei, also ich habe überall halt gelesen, die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, wobei für mich irgendwie die letzten 3000 Jahre mehr Sinn ergibt. Aber bevor wir sagen, ey Katar, behandelt mal irgendwie eure Sklavenarbeiter besser und gebt dem auch mal eine Schüssel Wasser, sollten wir erstmal sagen, Entschuldigung für, dass wir hier Kreuzzüge oder sowas. Ich weiß es nicht, was er will. Aber das Schlimmste in der ganzen WM war, und das war das krasseste Statement der deutschen Mannschaft überhaupt, sie haben verloren in dem ersten Spiel, ich glaube gegen Japan. Das ist die gerechte Strafe dann gewesen. Nee, es war Absicht natürlich von der deutschen Mannschaft. Es war jetzt Zeichen zu verlieren. Okay. Ich war schon mal in Japan. Krass. Die wurden richtig zerstampft worden, die. 1-2 haben die verloren. Du hast ja selbst trainiert, ne? Die Mannschaft hat gesagt, hier in ein paar Jahren werdet ihr gegen die deutsche Mannschaft spielen. Ja. Und hier zeige ich euch mal, wie man richtig ein richtiges Tor schießt. Ja. Aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen ging es heiß her, denn da gab es ein virales Video, 2 sogar, wobei das zweite noch viraler war als das erste, wobei man das zweite überhaupt nicht versteht, wenn man das erste nicht gesehen hat, ist aber auch egal. Ich glaube, das Auftaktspiel Ecuador gegen, wie hießen die, wo die Sklaven nochmal da alle totgegangen sind? Katar, achso. Ah. Die hatten ein Auftaktspiel und das hat Katar natürlich verloren, was irgendwie noch nie passiert ist bei einem Auftaktspiel, dass der Gastgeber im eigenen Land verliert. Und dann hat ein Ecuador-Fan die Torbahnleute hinter ihm so getrollt, indem er so macht hier so eine Fingerreibe-Geste, haha, ihr kauft das hier und verliert, haha, lol, lol. Und da gab es so Pöbelei und haben die sich angekackt. Und dann gab es das Nachfolgevideo, wie die sich so in den Arm liegen und sagen, ey, yo, alles cool. Ist hier halt ein bisschen schwierig, aber wir sind Fußballfans, es geht doch hier nur um Spaß und so. Ja. Und das ist richtig viral gegangen, das Video. Und dann gab es eine Videoantwort dazu, wie das gegengeschnitten wurde mit so einem Shot, wie du den Katari mit so einer Waffe unterhalb siehst, so die Waffe auf ihn, hey, alles ist cool hier, alles ist super, so, also gegengeschnitten mit dem richtigen Video. Und das fand ich sehr, sehr witzig. Ja, es gab auch noch mehr, es gab wohl noch irgendwie Zuschauer im Stadion, die dann einfach gegangen sind nach einer Stunde, wo es dann auch hieß, die wurden wohl bezahlt, dass sie halt da sitzen, dann durften sie doch irgendwann wieder gehen. Oder Bilder von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Fans von irgendwelchen Mannschaften, die dann in verschiedenen Fotos gesehen worden sind, einmal mit spanischer Kleidung, einmal mit deutscher Kleidung und so, dass halt tatsächlich da Statistinnen bezahlt werden. Ich möchte auch so bezahlt werden. Fürs Jubeln, ne? Dass du halt sagst, Alemannia nach vorne und so. Wer auf jeden Fall kein Statist war, war eine iranische Fanin. Die hatte so ein Trikot dabei mit dem Namen Masha Amini drauf. Das ist ja die diese iranische, ich weiß nicht, ob man es schon Revolution nennen kann, aber eher nicht, glaube ich, die das entfacht hat, die damals sage ich jetzt schon vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder wann war das, totgewamst wurde, weil sie ihre Hijab nicht richtig auf hatte. Und die ist auch um die Erde gegangen mit einem Bild, wie sie dieses Trikot hochhält, mit der 22 drauf, denn die Dame war gerade erst mal nur 22 Jahre alt. Ja. Das ist alles sehr traurig, alles eine riesige Shitshow. Kommen wir von Shitshow zur Twitshow. Woo! Der Wahnsinn. Es gibt Neues an der Front vom Elon und generell, was ist auf Twitter los? Das ist hier, wenn wir wieder so schwere Kost haben mit WM und keiner will drüber reden, so anstrengend. Twitter, ich habe ja gesagt, das ist einfach, da macht es einfach Spaß, so ein bisschen zuzugucken, weil das so, also es kann natürlich schon auch noch ein bisschen schwierig werden, weil es geht da um große Reichweiten, aber es ist trotzdem irgendwie so ein, das ist so belanglos, sag ich mal, aber trotzdem entertainend. So, also, Trump wurde freigeschaltet, Kanye West wurde freigeschaltet. Aber der will ja nicht mehr Trump, ne? Trump will nicht mehr und vielleicht darf er auch gar nicht mehr oder es wäre für ihn geschäftsschädigend, weil er hat ja seine eigene Plattform, warum sollte er jetzt wieder, ne? Mal gucken. Kanye West wurde freigeschaltet. Das erste, was er getweetet hat, war Shalom.
Da möchte man jetzt vielleicht die eine oder andere Dog-Whistle vermuten, während er jetzt wochenlang gegen Juden gehetzt hat. Mhm. Andrew Tate ist zurück. Ja. Das Erste, was der gemacht hat, ist erstmal so ein Video posten mit Greta How Dare You Rede, Gegenschnitten, wie er Auto fährt und Flugzeug fliegt und so. Cooler Typ, einfach, ey. Einfach richtig typ. Sahne einfach. Wow. Alex Jones allerdings, der ist nicht zurück. Oh. Ja. Darf er nicht oder will er nicht? Alex Jones, der jetzt irgendwie 38 Billiarden Dollar zahlen muss als Schadensersatz dafür, dass er gesagt hat, die Kinder, die damals erschossen wurden bei Sandy Hook, die wurden gar nicht erschossen, das ist alles ein Hoax und so weiter. Und da hat nämlich der Elon getwittert, den lasse ich hier nicht wieder rein, ja, weil ich bei habe, Kindern hört's auf. Bei, ja, hat er gesagt, ich habe keine Empathie für Leute, die mit Kinderleid ihr Geld verdienen. No mercy hat er für diese Leute. Zitat. Und da muss ich sagen, ja, okay, interessant, finde ich grundlegend erstmal gut, dass dem Alex Jones nicht die Plattform geboten wurde. Ja. Aber wenn man das 1-2 Schritte weiter denkt, schwierig, ja, schwierig. Da ist eine Person, die aufgrund von, er sagt halt selber, sein Kind ist irgendwie in seinen Arm gestorben und deswegen hat er da kein Mercy für. Hm. Aber wer ist er denn, dass er hier Gott, Pharao, ich habe hier Mercy, weißt du, da gibt es keine Firmenrichtlinie, keine feste Regel, nach der Leute auf die Plattform dürfen oder nicht. Da sind halt gleichzeitig irgendwelche Al-Qaida-Leute da. Die sind okay. Na klar, die haben aber Alex Jones nicht, weil das ist halt was Elon Musk persönlich irgendwie betrifft oder so. Dass er sagt, okay, nee, das möchte ich nicht. Das ist schon irgendwie, es ist zwar eine... Er ist der Retter der Freiheit, Robin. Du darfst nicht immer alles so schlecht, so negativ sehen. Elon Musk ist einfach ein Ehrentyp. Es ist eine private Firma, aber es ist trotzdem, es hat ein Geschmäckle, muss ich sagen. So. Aber ein sehr gutes, oder? Super gutes Geschmäckle. Es schmeckt nach seinem Schwanz. Ja, klar, der ist halt der reichste Mann der Welt. Also, was hast du erwartet, wenn er Twitter aufkauft? Er hat jetzt auch ein neues Verifizierungssystem angekündigt, dass man nicht nur blaue Haken, sondern auch noch goldene Haken und so kaufen kann. Also es wird sehr, sehr spannend werden. Es ist noch nicht so ganz raus, wie es aussehen soll, aber man... Kann man auch Kreuze? Kann man Haken und Kreuze zusammen haben? Das wäre super. Weil da geht es vielleicht hin. Also, so wie ich es mitkriege, es gibt halt jetzt auch eine große Amnesty, hat er es genannt. Da werden erstmal grundsätzlich alle, die je suspendiert wurden, wieder aufgehoben. Also suspendiert, ne? Also geblockt, so. Außer sie haben gegen das Gesetz verstoßen. Und da werden halt Hunderttausende dabei sein, die irgendwie, keine Ahnung, per Privatnachricht Mordandrohung oder sowas gemacht haben, wo aber nie eine Anzeige quasi passiert ist. Und deswegen werden die wahrscheinlich einfach freigeschaltet, obwohl das ja theoretisch ein Verbrechen ist. Ja. Und die kommen dann alle wieder. Und wenn auf einen Schlag all diese Leute wiederkommen, ich weiß nicht, was das fürs Klima macht auf dieser Plattform. Übrigens noch eine neue Chance einfach. Mittlerweile hat sich auch die Mutter von dem Elon Musk toten Kind da gemeldet und hat gesagt, sie hätte das Kind gehalten und nicht er, als der letzte Herzschlag geschlagen wurde. Das war auch noch so ein kleiner... Ah, das gab es wirklich, dass bei Elon Musk arm ein Kind gestorben ist? Hat er gesagt und sie hat halt jetzt gesagt, es ist bei mir im Arm gestorben. Aber das ist, da will ich jetzt auch nicht, vielleicht... Weißt du, vielleicht hat er auch einen kleinen Finger am leblosen Körper gehabt. Da will ich jetzt gar nicht so drüber, aber das war auch interessant, dass das dann auf Twitter so, weißt du, von ihr irgendwie... Ich dachte, metaphorisch war das gemeint irgendwie. Nee. Das, ach so. Aber was auch nicht metaphorisch gemeint war, dass er Leute in der EU, die bei Twitter arbeiten, per E-Mail einfach gefeuert hat, ohne Ankündigung. Das darf man nicht machen. Das geht nicht. Mhm. Also er kauft eine internationale Firma und behandelt sie aber wie eine US-Firma, wo das okay ist, wo es keine Gewerkschaften gibt, wo man einfach mal per E-Mail, yo, ciao. Und die arbeiten jetzt alle offiziell noch bei Twitter, aber haben keinen Zugang mehr. Also das wird auch interessant. Und was für dich interessant ist, weil du zündest ja gerne irgendwie rechte Leute an. Crime Think. Metaphorisch. Crime Think wurde gebannt. Das ist ja, kennst du vielleicht? Also dass man Verbrechen nur ausspricht oder... Nein, es ist eine... Ja, was ist es eigentlich? Eine Organisation will ich es gar nicht nennen. Es ist so ein linkes Bündnis. Also das kommt schon ursprünglich von George Orwells 84. Hm. Ja. Das Gedankenverbrechen, das soll ausgemerzt werden. Dafür gibt es ja das Neusprech, weil wenn du quasi nichts mehr denken, also wenn du nichts mehr benennen kannst,
was gegen den Staat ist, dann kannst du es auch nicht mehr denken, quasi so, was Wittgenstein auch gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wenn du quasi... Hast du studiert, sag mal? Ich habe studiert, ja, ich kenne mich aus. Wenn du nicht weißt, was bedeutet Holocaust, dann kannst du es halt auch schlechter benennen, so, weißt du? Mhm. So war es ungefähr. Egal. So hieß aber nur diese, also heißt sie immer noch, aber auf Twitter hieß sie so, dieses Bündnis, das ist unter anderem für Reclaim the Streets und Food Not Bombs verantwortlich gewesen, kennst du nicht? Terroristisch. Ja, Terroristen. Wurden gebannt. Die ganzen Andrew Tates und so kommen zurück, aber die verpisst euch. Ja, weil die wahrscheinlich Kinder erschossen haben oder eher so. Ja, nicht, nee. Ja. Wer aber Kinder erschossen hat, beziehungsweise Kinder geschossen in Prostituierte hinein, war ein Priester. Ja, stimmt, das ist eine super Meldung. Das ist eine super Meldung. Der hat wohl zwei Prostituierte gekauft und ist auch gefilmt. Oh. Und wie er die halt auf dem Altar quasi flachgelegt hat. In einer Kirche auf dem Altar, richtig durchgerödelt. Das wurde entdeckt, weil jemand reingeschaut hat. Er hat eine Strafe bekommen, aber ich weiß gar nicht warum. Weil das Amerika ist und weil das so ein Prinzipding ist. Weil das einfach nur dumm ist. Es hieß, im öffentlichen Raum wäre das passiert, aber erstens war es nachts, ja, die Kirche war zu und es wurde auch nur entdeckt, weil jemand für sich entschieden hat, ich schaue jetzt in diese Kirche hinein. Und das ist halt nicht im öffentlichen Raum, aber, weil das ist Sex und das ist Christentum, das ist uns heilig und das ist ein Frevel, wurde das natürlich hart bestraft. Blasphemie. Aber die größte Strafe ist, der Altar wurde niedergebrannt hinterher. Ja, wurde entweiht, genau. Ja, der wurde entweiht und deswegen hat die Kirche den verbrannt. Ja, aber ohne Spaß, es ist ja verboten, Frauen für Sex zu bezahlen oder Menschen für Sex zu bezahlen in den USA, ne? Aber wenn du sie bezahlst, um dein Porno mitzuspielen, ist es ja eigentlich wieder legal, oder? Wenn du eine Kamera laufen hast, ist es doch legal. Ja, also das ist ein gutes Loophole. Der Priester hat für mich nichts falsch gemacht. Er hat in die Loopholes auch reingemacht. Ja, ich finde es gut. Man muss auch gönnen können, finde ich. Ich finde das voll in Ordnung. Das wäre ja auch mal ein Moment gewesen, um junge Leute für die Kirche zu begeistern. Wenn man sagt, hier, Sonntagsmesse, so sieht's aus. Ja. Wisst ihr, wie die da alle kommen? Wenn ich mir dann 3 angucken kann, jeden Sonntag muss ich auch hingehen. Ja. Aber das ist Chance vertan. Toll. Ach, schade, ey, Leute. Die müssen doch mal den Sprung ins 21. Jahrhundert schaffen, Leute. Aber es ist nicht unfassbar, dass solche Skandale gerade in der Kirche so oft passieren? Komisch. Verstehe ich nicht. Es ist ja fast, als wäre es ungesund, seine Sexualität zu untertreiben. Ja, ne? Unfassbar. Komisch. Was? Nun. Was? Das habe ich keinen... Doch, doch, doch. Also Sexualität wird nicht unterdrückt im Club Q in einer Gaybar in Colorado Springs, in der es leider einen Anschlag gab. Und darüber, da leite ich jetzt mal rüber zum USA-Part. Mhm. Ja? Denn das war auf jeden Fall wieder eine große Sache. Und die Rufe werden immer lauter, das endlich mal christlichen Terrorismus zu nennen. Ja. Weil es ganz klar mit einer Agenda ist, da gehen Leute rein, in dem Fall nur eine Person, aber ne, gibt es ja öfter, gehen rein und verbreiten ihre Agenda von Homo, Drag, was auch immer, alles in diese Richtung ist schlecht und deswegen erschieße ich euch jetzt. Das ist schon Terrorismus, weil es hat eine politische Agenda. Es wurde noch, glaube ich, noch kein Kind in einer Drag-Show vergewaltigt, ja, aber in der Kirche schon ein paar Mal, ne? Ja. Denkt mal drüber nach. Und wenn man nämlich sich vorstellt, dass der Schütze mit einem Turban auf in eine Kirche reingeht und das Gleiche macht, dann würde jeder sagen, das ist Terrorismus. Natürlich, keine Frage. Naja, hinterher kam dann einiges raus über die Verhältnisse dieses Typen, den ich jetzt hier auch gar nicht benennen möchte oder kann. Sein Vater war wohl bekannt, der hat sehr viel Meth genommen, hat Porn gedreht und war in so einer Show zu sehen. Also Pornos drehen ist erstmal nichts Verwerfliches, ja? Ja, der war halt aber trotzdem in so einer Show zu sehen, deswegen, ja, weil der irgendwie süchtig war. Ich weiß nicht genau, welche Show das ist. Ist ja egal. So eine Art Pornosucht oder Sexsucht? Nee. Durch seine Pornografie ist er zu Meth gekommen, ist dann da süchtig gewesen. Ah. Und irgendwie diese Stories werden da von irgendwelchen Süchtigen. Egal. Und der Vater wurde dann hinterher interviewt. Hey, hier, dein Sohn hat da irgendwie Scheiße gebaut. Wie sieht's aus? Redet übelst wirr. Hm. Ja? Und sagt dann am Ende, at least he's not gay. Das ist die Hauptsache. Ja, also diese Tat, in so einer schwulen Bar Leute zu erschießen, hat für ihn klargestellt, okay, er ist nicht schwul. Puh, dodged a bullet there. Aber er war in einer schwulen Bar, technisch gesehen. Das stimmt. Das vielleicht hat er da genau hingeguckt, wenn da so ein Schnibbi irgendwo gehangen hat.
Was auch noch rauskam, ist, dass dieser Mann sehr gerne sich hat von Leuten in die Eier trinken lassen. Ich weiß nicht, ob das so ein unterschwelliges, eigentlich bin ich schon vielleicht ein bisschen gay, aber vielleicht hasse ich trotzdem. Nein, die Frage ist ja von wem. Also wenn er sich von Frauen halt in die Eier trinken lassen, von Männern. Ja, ja. Ja, die können halt dazutreten, das ist ja technisch gesehen, ja. Das ist kein schwuler Fetisch, das ist einfach nur ein Fetisch. Und der Opa vom Schützen, aber ich glaube nicht der Vater vom Vater, sondern der Vater vom Mutter, ist egal, der andere, so, der ist ein hohes republikanisches Tier in Kalifornien. Also eine schöne Familie. Wer hätte das Paar kommen sehen, dass das so eine seiner hasserfüllte Familie, so ein... Der Typ hat auch irgendwie vor einem Jahr mit Bomben gedroht und es hat einfach keine Konsequenzen gehabt. Irgendwie, ich spreng dich in die Luft, Mutter. Oder Meinungsfreiheit, ne? Das, was passieren, was passiert, sag ich mal. Ist so. Ja, wie viel sind es? 6 Opfer oder 7 Opfer? Ich weiß gar nicht. 5 sind es mindestens. Ja. Ich, das ist auch veraltet, seit ich das hier aufgeschrieben habe. Ja, und es gab einen Typen, der hat sich da dazwischen geschmissen, heldenhaft. Der sollte jetzt gefeiert werden. Seinen Namen weiß ich leider auch nicht, aber der hat quasi diesen Schützen übermannt und zerprügelt. Aber ist der Schütze jetzt auch schon tot, oder was ist mit dem passiert? Weißt du das? Nee, ich glaube, der hat überlebt. Der wollte ihn, glaube ich, tot prügeln, aber ich glaube, der hat im Krankenhaus gerade so überlebt. Ich finde es immer echt schlimm, wenn dann diese Täter einfach erschossen werden von der Polizei. Klar, ich kann es verstehen, dass wenn da so eine Gefahr ist, musst du die Gefahr erstmal ausschalten, so, keine Frage. Ich finde es immer besser, wenn solche Täter irgendwie dann doch bestraft werden dafür, was sie getan haben. Tja. Das war ein Richard Fall, M. Fierro. Das war so ein Fall, den ich nur am Rande verfolgt habe die Woche. Also schlimm genug. Ja, noch schlimmer ist, dass Kanye West 2024 wieder antritt. Das ist jetzt offiziell bestätigt. Aber Trump ja auch. Genau, die sollen sich schön gegenseitig kannibalisieren. Und Ebony and Ivory. Ja, ich denke, das war's dann mit unserem kleinen Amerika-Geschieße. Ich will kurz Werbung machen für eine Ausstellung in Weimar. Wenn ihr Bock habt, im C-Keller gibt es jetzt bis zum 30. Januar. Bis zum Ende der Welt. Bis zum Ende der Welt eine Ausstellung, die auch kostenfrei ist, von 17 bis, so 22 Uhr ungefähr. Beim Laura Dahmer ist das auch nämlich mit drin. Nämlich heißt die Ausstellung Körperübersetzungen, Body Translations. Hat ein schwuler, HIV-positiver Mann aus Kolumbien, hat da seine Erfahrungen zu seiner HIV-Diagnose quasi verarbeitet. In Texten, Fotos, Bildern und so. Und auch 2 Videos, die man sehen kann. Und er ist halt, weiß nicht, vor einem Jahr oder so, noch relativ frisch mit HIV infiziert worden. Hat seine Diagnose verarbeitet und musste erstmal nach Deutschland quasi dann gegangen zum Studieren. Relativ frisch. Ja, ist relativ frisch. Es ist noch ganz frisches HIV, das ist noch nicht übers Haltbarkeitsdatum drüber, ist noch, das gärt noch. Es ist halt eine neue Erfahrung, weil er halt jetzt halt die Möglichkeit hatte mit Therapie und so weiter, aber er kam nicht so einfach in die Medikamente rein in Deutschland. Und wie das so ein bisschen gelöst hat und so, das hat er auch in der Ausstellung quasi jetzt verraten. Heute und vor euch gestern war die Vernissage und geht da gerne mal hin. C-Keller, Body Translations, kostenlos, Ausstellung, richtig geil. Ja. Geht rein. Besonders die Leute, die hier zuhören aus, weiß ich nicht, Luxemburg oder so. Kommt hierher gefahren. Lohnt sich die Anreise. Lohnt sich. Echt, also ohne Spaß, wenn ihr... Also eine Person, die extra wegen des Podcasts mehr als 100 Kilometer auf einmal für die Ausstellung fährt, lade ich auf eine Pizza ein. Da ist ja das Spritgeld fast wieder drin. Ja, es ist fast drin, ja. Und ein Treffen mit euren Podcast-Stars. Und es gab noch eine furchtbare Ausstellung in Weimar, hast du es gesehen, am Bauhausplatz-Museum. Hat ein, so ein Impf... Diese Gesichter von diesen KZ-Überlebenden. Nee, das nicht. Das ist eine gute Ausstellung. Nee, ein Impfgegner hat... Ich dachte jetzt schon, weil das ist die einzige... Nee, ein Impfgegner hat ein Bauhaus-Vorplatzmuseum für einen Tag lang ganz, ganz viele Presseartikel ausgestellt. Aha. Von Berichten über Impfschäden. Okay, und war das auch angemeldet oder war das... So angemeldet war auch mit der Polizei, die auch da vor Ort war. Da war in dem Artikel auch zu sehen von wegen, dass ja Impfkritik wegdiktiert wird und so, man darf seine Meinung nicht frei äußern. Und ich dachte mir, ich gucke nach links, wo ein Bullenauto steht, um diese Ausstellung zu überwachen, dass sie es halt doch machen dürfen. Und da habe ich mich dann mit einer Frau unterhalten, die das halt bewacht hat. Und ich meine, gehören Sie zu der Ausstellung hier? Da hat die gesagt, ja. Und ich meinte, sind Sie denn auch dann der Ansicht hier dieser Ausstellung? Ja, ich finde gut, dass das hier gemacht wird. Da habe ich gesagt, schauen Sie sich mal, oder warum ist es denn wichtig, dass hier Leute ausgestellt werden, die an Impfungen gestorben sein sollen? Da hat sie gesagt, weil es in den Medien nicht aufbereitet wird.
Und ich zeige ihr, sie stehen gerade neben 1000 Zeitungsartikeln, die sie selber ausgestellt haben, wo das Thema aufgegriffen wird. Das ist nicht ein bisschen ironisch. Ja, wird immer noch zu wenig aufgegriffen in Medien. Da habe ich gesagt, okay, wir gucken uns mal mal ein Bild davon an, ja. Da war dann ein A4-Blatt mit einem schwarzen Jungen drauf. Und die Überschrift war Ausstellung des Grauens, Impfschäden und so weiter. Und da war halt ein Text mit drei Quellen zu sehen. Ich habe alle drei Quellen gecheckt. Und nicht ein Wort davon war zu lesen von irgendwelchen Impfschäden. Mhm. Das war einfach nur ein Artikel eines jungen Mannes, der halt an einem Herzversagen gestorben ist. Aber irgendwo steht was von Impfschäden, von Corona oder sonst irgendwas. Das habe ich ihr gesagt. Ja, aber wissen Sie denn, dass er an Corona gestorben, an der Impfung gestorben ist? Ja, Sie müssen beweisen, dass er nicht an der Corona-Impfung gestorben ist. Da habe ich gesagt, Moment. Sie machen hier, oder Ihr Team macht hier eine Ausstellung. Sie behaupten etwas. Mhm. Und ich habe gerade das Recht, das zu hinterfragen. Sie müssen beweisen, dass Sie das hier warum dass Sie das hier aufgestellt haben. Nee, sie können auch genauso beweisen, dass er halt nicht an der Impfung gestorben ist. Da habe ich gesagt, alles klar, ich gehe weiter. Tino, wolltest Trink du nichts. Diesen Podcast nicht ursprünglich mal Schach mit Tauben nennen oder so? Schachspiel mit Tauben, genau. Schachspiel mit Tauben. Hast du da mit einer Taube Schach gespielt? War ein bisschen so, ja. Da kam halt immer noch mehr rum, weißt du, auch von den Leuten. Und eine kam dann so von der Seite, sag mal, seit wann gendern sie eigentlich? Und ich, ja, wieso das? Das hat jetzt mit der Debatte zu tun. Ja, find mich nur, warum sie gendern die ganze Zeit. Da habe gesagt, weiß ich nicht, weil ich habe halt soziale Arbeit, Psychologie studiert, da wird es halt so gemacht, keine Ahnung. Und wollte immer nur ablenken vom Thema. Und so, was machen sie eigentlich beruflich und so? Und ging nicht auf mich ein. Es ist so, es war ganz anstrengend. Du kannst halt jemanden nicht mit einer Logik aus einer Sache raus argumentieren, wenn er sich nicht mit Logik in diese Sache rein argumentiert hat. Weißt ja, du? Das war so offensichtlich. Das ist halt die sagen mir, dass halt, dass es darüber nicht berichtet wird, aber stellen selber 1000 Artikel aus über dieses Thema. Mhm. Wovon natürlich wahrscheinlich die Hälfte gar nicht zutreffend ist, wahrscheinlich inhaltlich, aber trotzdem. Es machte Eindruck, weil es waren echt tausende Fotos und Artikel, die so quasi an so einer Wäscheleine über die Bäume da aufgehangen worden sind. Ja. Das sah schon krass aus, wenn du echt jemand bist, der sich mit dem Thema nicht auskennt. Und es hieß halt nur Ausstellung des Grauens und da waren überall Gesichter von Leuten, die an den Impfungen gestorben sein sollen. Das macht schon Eindruck leider. Es ist halt richtig, da lassen sich Leute echt leicht wegfangen. Und ich habe auch gefragt, ob sie die Rechte eingeholt haben von den Leuten, die dessen Bilder das sind. Und die meinen so, ja, wir haben alle gefragt, die wir ausgestellt haben. Das waren Familien aus den USA, aus Australien und so. Es waren weltweite Geschichten. Habe ich dir nicht geglaubt. Ja, es gibt Internet heutzutage. Also theoretisch könnte man die auch erreichen. Aber ja, halt kann ich mir nicht vorstellen. Press X to doubt, ne, sag ich mal. Aber also mir hätte das schon auch Spaß gemacht, mit so einer Person zu diskutieren. Das nächste Mal musst du mir direkt Bescheid sagen, mich dahin holen. Ich musste halt zum Zug lang. Also selbst wenn es nichts bringt, mich persönlich erheitert das einfach. Mhm. Ja. Deswegen kann ich auch eine kleine Guck-Empfehlung rausgeben. Es gab diese Woche noch so ein halbwegs virales Video von einem Flat-Earther, der mit einem Professor spricht, also einem tatsächlichen Astrologen. Und das war aber schon länger her. Ich dachte, es war auch schon ein paar Wochen her, das Video. Ich glaube, das war erst diese Woche. Ich bin mir nicht sicher. Gut, egal. Oder es gab noch eins. Ich habe ja vor ein paar Wochen auch so ein Ding gelesen. So eine Stunde, so ein Podcast, wo so vier Gesichter zu sehen sind, ist es das? Nee, es waren zwei Leute, drei Leute nur. Es war auf so einer Couch, auf einer Talkshow. Nee, da war es was anderes. Nee. Ja. Okay. Sehr witzig. Professor Dave, Debunks, Flat Earther, irgendwie sowas findet ihr schon. Und der lacht halt viel. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Schlüssel. Wenn du halt die Leute auslachst, ich glaube, dann könntest du es eher schaffen, als mit, ich bin jetzt mal ganz ruhig und versuche dich mit meinen Argumenten zu überreden. Mhm. Also der hat ihn jetzt, glaube ich, auch nicht groß abgebracht. Aber gerade bei Flacherdlern frage ich mich, entweder sind es viele Trolle dabei, die das so aus Trollgründen mitmachen, oder die zu tief drinstecken und jetzt nicht mehr einen Umkehrer machen können, weil ihr ganze Bubble besteht jetzt quasi aus diesen Leuten, da können die nicht plötzlich sagen, ist doch scheiße. Ja. Und es ist wirklich herrlich anzuschauen, wie der sich windet. Alleine so Fragen wie kann es sein, dass der Mond oder Monde vom Planeten angezogen werden, aber nicht von der Sonne, wobei die Sonne ja Milliarden fucking Kilometer weiter entfernt ist. Wie kann das sein, dass der Mond von der Erde nicht quasi in die Sonne reingezogen wird? Und solche Geschichten. Und dann sagt der Professor immer, ja, können wir ausrechnen, wir haben doch hier und so. Und dann geht er halt auch zum nächsten Thema einfach. Das ist halt auch so ein Ding. Man geht nicht drauf ein, man geht zum nächsten. Das hatte ich schon ganz oft auch jetzt bei der Diskussion zum Thema Katar, habe ich mir auch ein bisschen in die Facebook-Comment-Section begeben. Oh. Und da kam auch noch von irgendwelchen, gerade auch so von Islamisten oder von muslimischen Leuten. Was ist mit den Leuten, den Uiguren in China? Warum hast du da nichts gesagt? Und was ist mit den vielen Abtreibungen, die jedes Jahr passieren? So,
Ich so, ja, okay. Ich sag zu den Abtreibungen, sind zu wenige. Hat dann gesagt, Abtreibung kann ich vertreten, finde ich jetzt nicht schlimm. Das sollte immer die Person entscheiden, die das Kind austragen muss. Aber ja, Uiguren, auch blöd, habe ich auch schon Statements gegen gemacht und alles Mögliche. Aber wir reden, bleiben noch mal bei dem Thema Katar. Da passieren noch gerade Sachen. Ja, was ist denn mit den Juden, die ja in Deutschland alle vergast haben? Ich sage, ja, schlimm. Reden wir aber jetzt über Katar, bitte. Darum geht's. Es ist aktuell. Und dann kommen wir wieder in den nächsten Ding. Was ist denn damit und damit? Und hast du überhaupt Beweise, dass Schwule in Katar hingerichtet werden und so? Weißt du das? Kannst du überhaupt belegen? Und dann kommt immer von einem zum nächsten. Du warst halt nicht dabei. Du hast nicht selber die Axt geschwungen, die den Kopf abgeschlagen hat. Also... Ist ein Hast Punkt. Du da kein Mitspracherecht? Ist ein Punkt, gebe ich zu. Die haben völlig recht, die Leute. Weißt du, die labern was von irgendwie, es gäbe irgendwelche Götter, die darüber entscheiden, ob ich in irgendeinen Himmel komme oder halt nicht. Und werf mir vor, ich hätte keine Beweise für irgendwas. Es ist so, puh. Tja. Glaubt doch, Leute, glaubt, aber es ist nicht Wissen. Glaubt gerne, aber wisst bitte dann auch nicht. Was ich immerhin weiß, ist, dass China eine lupenreine Demokratie ist. Das sehen Leute, klar. Mitarbeiter von einer großen iPhone-Fabrik gerade anders. Das finde ich skandalös an dieser Stelle. 100.000 Mitarbeiter gibt es da und die sind irgendwie ein bisschen angefressen. Die haben ja so eine No-Tolerance-Policy gegen Covid. Ja, da wird alles direkt weggesperrt und teilweise werden Leute in ihre Wohnung eingeschweißt und so Geschichten. Mhm. Und da gab es einen großen Aufstand rund um diese Fabrik. Und die haben unter anderem Polizisten, also die Covid-Polizei, die halt wirklich in so geilen Seuchenanzügen stecken, mit den Straßensperren beworfen. Und da habe ich so Flashbacks gekriegt. Damals gab es so einen witzigen Artikel. In Weimar wurde ein NPD-Politiker verprügelt mit einem Straßenschild. Da grinst du halt jetzt, ne? Also ich finde es erstmal nicht so gut, Leute zu verprügeln, ja. Ich auch nicht. Aber die Vorstellung, dass man so ein 2 Meter langes Stoppschild nahestellt und damit auf einen Politiker einprügelt, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, ja, danke, ich und, auch. Und genau so ist es jetzt hier. Die Polizei stellt irgendwelche Barrikaden und Straßensperren auf, um die Leute in Schach zu halten. Und dann nehmen die Leute diese Sperren und verprügeln damit die Polizei. Das ist einfach irgendwie... Das ist so over the top, das hat einfach humoristischen Wert. Ja, ist schon witzig, das stimmt. Ja. Aber fahren die echt immer noch dieses über Covid-Geschichte? Ist ja abgefahren, ey. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen da gerade sind. Ob es überhaupt offizielle Zahlen gibt. Zero. Ach so. Ganz klar. Cola Zero. Ja, also ich hoffe, das breitet sich mal ein bisschen aus. Das sind halt wirklich Bilder wie aus Hongkong gewesen. Und Hongkong im großen Stil durch ganz China. Wow, da haben wir doch alle Bock drauf. Auch wenn unsere Produkte dann wieder teurer werden. Das damit, also wenn sich wieder so ein Schiff querschiebt, aber diesmal China komplett überrollt. Natürlich nicht, dass die Leute sterben, sondern dass die Regierung nur und die Polizei. Ja, genau. dann bin ich doch dafür, dass dann dafür mein Gouda nochmal teurer wird. 3,50 Euro für einen Gouda. Also, ja, weiß nicht, esse ich nicht. Spindung, aber ich sehe es auch am Gemüse teilweise, wie teuer das ist. Aber das Gemüse, finde ich, geht noch. Das Gemüse ist jetzt, das Perfide ist, dass die Süßigkeiten gar nicht teurer werden. Ja? Den Scheiß kannst du dir reinfressen ohne Ende. Aber, ne? Als Gemüse, weiß ich nicht, habe ich nichts mehr. Es gab mal eine krasse Phase, als Paprika so teuer waren letztes Jahr. Das war richtig komisch. Aber das ist ja auch nur so eine, das ist ja. Oder Melonen manchmal, auch wie teuer die manchmal einfach sind. So völlig random. Manchmal kaufst du eine Melone für 2 Euro und dann hast du eine für 8 Euro auf einmal in der Hand. Weißt du, bist an der Kasse und weißt gar nicht, was die kosten, weil die ja pro Gewicht manchmal. Und dann sagt der an der Kasse die Frau irgendwie 8 Euro für eine Melone. Ich denke mir, sagen, what? Verpiss dich, hier kannst du haben. Was soll das? Habe ich einmal gemacht, sind wir doch ein bisschen viel für die Melone. Aber manchmal habe ich sie auch mitgenommen für 8 Euro. Ich dachte, ich habe Bock drauf im Sommer. Worauf wir auch alle großen Bock hatten, das neue Rammstein-Musikvideo. Hast du es gesehen? Aber das war so geil. Hast du gesehen, als der Till plötzlich sich so in die leichte Hocke begeben hat und auf seinen Oberschenkel draufgehauen hat? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht? Ausnahmsweise? Das macht er in Videos eigentlich nicht. Das macht er auch bei Live-Konzerten immer. Es kam wohl daher, dass ihm mal bei irgendeinem Konzert in den 90ern ist ihm seine Kniescheibe irgendwie rausgerutscht. Hat die dann während des Konzerts so reingehämmert. Na, das ist doch scheiße. Und Menschen dachten, das ist halt ein Tanz von ihm wäre. Das sagt der Mythos. Das ist Bullshit. Aber es ist eine coole Geschichte, oder? Der weiß einfach noch nicht, wie man tanzt, Alter. Aber es ist eine coole Geschichte. Und der Song heißt Adieu. Mhm. Und sie singen auch da Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen und so. Wahnsinn, die singen das, was in dem Song die singen das. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ist so. Die halten noch die alte Fahne hoch, ey. Ist so. Und es ist wieder ein Kurzfilm geworden. Es ist wieder, es hat so ein bisschen... Kurzfilm?
Ein Kurzfilm. Ja. Ein Sebastian Kurzfilm. Ah, okay, geil. Das ist wieder so eine Mischung aus, ich würde sagen, Stranger Things, Dark und Haus des Geldes. So in diesem Mischmasch findet sich das Musikvideo wieder. Es ist richtig krass produziert. Es hat eine richtig krasse Story, die man erst beim dritten Mal gucken, so richtig durchsteigt, glaube ich auch. Und es wirkt, aber wie schon öfter bei Rammstein, wie ein Abschied. Mhm. Weil der Song heißt schon Adieu, weißt du. Oder auch im Video geht es so ein bisschen darum, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht auch so ein bisschen um Abschied von sich selbst. Und ich meine, das Album hieß ja schon Zeit, weißt du, und so, wir müssen Abschied nehmen und es ist Zeit zu gehen und so. Gibt es ein Lied von Onkels, das heißt sowas gut. Also immer noch da leider, muss man sagen. War es Rammstein? Nee, du bist Onkels. Die Onkels haben 2005 ein Abschiedsalbum gemacht und irgendwie Going Strong Still. Das machen sie auch jedes Jahr, machen das ein Abschiedskonzert, oder? Ach, Tino. So mit nächste Woche, ich weiß gar nicht, habe ich das vielleicht schon mal gemacht? Nächste Woche spätestens kommt ein Onkels-Song in unsere Playlist. Oh nein, Alter. Doch, falls sie überhaupt auf Spotify sind. Die haben das bestimmt nicht nötig. Die Onkels doch, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber diese Woche kommt was anderes rein. Kommen wir aber gleich zu. Ich habe noch eine, kennst du Gerhard Müller? Gerd Müller, geiler Fußballspieler, Alter. Der würde bei der WM, würde der auf den Rasen scheißen, der Gerd. Kennst du Gerhard Müller? Nein. Das ist so ein, da kann man am besten sagen, ein Schlagersänger, der aber nicht berühmt ist, der macht halt so zu Hause vor Greenscreen so ganz billige Videos, die alle gleich aussehen, immer halt wie irgendein Hemd anhat und dann so im Hintergrund irgendwelche komischen Feuerwerke und Feuer hat und dann ganz furchtbare Schlagersongs singt, die er selbst geschrieben hat und macht manchmal so irgendwelche Ansagen zum Geburtstag für meinen Lieblingsfan Brigitte singe ich nochmal das Lied Kristallenergie. Und es ist riesig, weißt du, und es ist alles erstmal wirklich... Kristallnacht. Und wenn du auf seinen Kanal guckst, alles so richtig, erstmal so harmlos, so irgendwelche Schlagersongs, Hurra, wir fahren, weiß nicht, nach Montenegro und so, irgendwelche Songs so, oder Undercover und so. Dann macht er irgendwelche Videos von wegen die Nationalhymne, die er singt und so, ich liebe Deutschland, wo man schon denkt, naja, gut, komm, so ein bisschen Volksmusik-Vibe wahrscheinlich. Dann irgendwelche Thumbnails von... Volk ohne Raummusik. Dann Thumbnails, wie er von Weihnachtsbaum steht und irgendwie Fanbriefe vorliest und so in die Kamera hält. Und auf einmal hält er ein Buch in die Hand von freie Energie. Weißt du, so diese Verschwörungstheorien, die es da so gibt. Kenne ich nicht. Und sagt dann irgendwie... Ist das wieder so ein NSU-Ding, freie Energie? Muss ich das kennen, oder? Ja, es gibt so die Verschwörungstheorie, dass man halt irgendwie... Dass man eigentlich Energie aus nichts erzeugen kann, aber das nicht gemacht wird irgendwie, weil es die Regierung nicht will. Keine Ahnung. Okay, cool. Und... Das lief jahrelang unter dem Radar und auf einmal macht der einen Song, der heißt Erzengel Michael mit seinem Feuerschwert oder so, macht vorher eine Ansage und ohne Spaß, er sagt auf einmal, ich habe jetzt einen Telegram-Kanal, darf man das überhaupt sagen, ich weiß es nicht, und bitte haben Sie Verständnis, wenn ich keine Fanbriefe mehr vorlese und nicht mehr auf Wünsche eingehe, weil ich jetzt wichtige Widerstandsarbeit leiste gegen das, was hier gerade so passiert. Okay. Und habe auch einen Song mitgebracht mit dem Titel Erzengel Michael mit seinem Feuerschwert. Und dann geht es irgendwie in den Song darum, zeigt uns, wie man sich richtig wehrt und so. Und ist halt Verschwörungstheoretiker geworden, ne? Und so ein richtiger Patriot. Aber es ist so funny, weil die Songs so schlecht sind, aber so witzig. Eieiei, wird uns auch noch die gute Schlagermusik genommen. Ohne Spaß, Gerhard Müller auf YouTube, Leute, guckt euch das mal an, es ist echt großartig. Aha, hast du gerade einen Verschwörungstheoretiker promotet. Ja. Guckt euch an, der Song Undercover, er hat von jedem Song gefühlt 10 Musikvideos gemacht, alle vor Greenscreen, wie er einfach nur da steht und irgendwie die Kamera guckt und mal so nach unten zur Seite und so und immer nervös guckt und die Lippen so halt falsch bewegt. Und bei Undercover spielt er halt so einen Geheimagenten, wie er so eine Pistole irgendwie die Kamera hält und immer wieder abdrückt so. Lieb mich nicht nur undercover. Großartig. Ich habe mich undercover in dich verliebt und so. Alles ganz furchtbare Songs. Es wirkt echt so, es ist so ein bisschen erst der Moneyboy der Schlagermusik. Man weiß nicht ganz, ob er es ernst meint, aber ich glaube, er meint es ernst. Gerhard Müller, guckt euch an. Ich tue es nicht in die Playlist, weil ich ihn nicht so krass supporten will, aber... so krass supporten, Alter, da würde der 1 Million Klicks über Nacht kriegen, wenn der bei uns in der Playlist wäre. Aber ohne Spaß, ich würde ihn gerne mal als Gast in den Podcast einladen. Oder, weiß nicht, ich finde ihn furchtbar lustig. Uff. Okay, vielleicht kriegen wir das ja hin. Hast du denn noch einen Serienmörder?
Serienmörder kommt gleich. Das kommt nämlich nach der Wertung, dachte ich mir. Aber vielleicht machen wir das auch vorher, weil das ist halt, wir sind ja noch in den News und die wichtigste Rubrik der News ist natürlich die hochfahrstuhlende Rubrik, die Uplifting News. Und da habe ich natürlich euch auch was Schönes mitgebracht, denn zum Beispiel, ja, der Governor von Oregon hat 45.000 Leute begnadigt. Hingerichtet, ach so. Oh, schade. Mhm. Begnadigt, weil die halt einfach nur Cannabis konsumiert hatten. Und die Ehrenmann. Waren noch so. Aber die schönste Geschichte war, weil es ist ja Thanksgiving. Wem hast du heute Dank gegeben? Nee, warte mal. Wann war das? Ach, irgendwie. Egal. Wem gibst du Dank? Dunkin' Donuts. Okay. Ich danke den Truthahnern. Wem bedanke ich mich denn? Erntedankfest gibt es ja, ist das ja zeitgleich mit Thanksgiving? Ist weiß das ich, gleich, weiß ich nicht. Also es klingt gleich, aber keine Ahnung. Es ist wieder diese Amerikanisierung von Deutschland. Wie Halloween. Amerikanisierung ist noch schlimmer als Islamisierung von Deutschland. Das stimmt. Da gehe ich mit. Halloween feiern, so ein Schwachsinn. Nee, aber da haben sich vor 7 Jahren zwei Leute getroffen, Wanda Dench und Jamal Hinton. Die Wanda ist so eine ältere Dame, die hat ihm aus Versehen vor 7 Jahren geschrieben, ey, komm doch zu Thanksgiving. Hat gedacht, sie schreibt ihrem Enkel. Hm. Aber sie hat irgendeine random Person durch einen Zahlentrainer geschrieben. Oh. Und jetzt das 7. Jahr in Folge treffen die sich wieder und sind ganz glücklich zu Thanksgiving. Da gibt es echt so ein paar Fälle von Leuten, ne? Irgendwie, wo es auch so war, dass die gleiche Freundin sie betrogen hat oder so. Und die dann Best Friends wurden auf einmal. Oder dass man irgendwie jemand angerufen hat und es gab einen Zahlentrainer und das sind die beste Freunde. Ja. Das finde ich, es sind so Zufallsfreundschaften. Das ist, glaube ich, entweder kann es sehr schnell nerven, weil man dann doch irgendwann denkt, nee, ist nicht das Wahre. Oder man denkt halt, krass, ich habe zufällig jemanden gefunden, mit dem ich irgendwie mein Leben teilen will. Hm. Kann aber auch awkward werden. Auch so, stell dir mal vor, du kriegst eine Spenderniere oder irgendwas, Herzblut, eine Spenderniere oder so, und dann triffst du die Person, dann dein Leben verdankst und dann merkst du, dass sie eigentlich voll scheiße ist. Wie triffst du die Person, wenn die kein Herz mehr hat? Wollte ich gerade sagen, Spenderherz ist Quatsch. Oder du hast einen Autounfall gehabt und wirst von jemandem gerettet oder sowas, ja, und du musst dich dann bedankst dich dann bei der Person. Und dann merkst du, oh nee, hört Onkels, oh, jetzt muss ich mich bei denen bedanken. Zum Beispiel ist halt irgendwie, weiß ich nicht, Bernd Hücke oder so, ja, der seine Niere gespendet hat. Wäre auch doof. Da würdest du dir aber direkt den Bauch aufschneiden. Da gibt's von Little Britain so einen lustigen Sketch. Da gibt's ja so eine Frau, die, so eine ältere Dame, die, da ist der Gag, dass sie sich immer übergeben muss, wenn es irgendwie um Ausländer geht. Ja. Ne? Da war's auf dem Flohmarkt so. Gute alte, unschuldige Zeit damals, als man darüber noch lachen durfte. Naja, es war ja irgendwie, die machen sich ja lustig über halt diese Rassisten, ne? Ja, und ist schon klar. Es war ja jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Es gibt ja heute auch noch zu viele Ausländer. Jedenfalls gab es ja immer so Szenen, wie es auf dem Flohmarkt ist irgendwie und probiert halt so ein Stück Kuchen. Hm, hat den denn gemacht? Ja, es war Karen Benemsi, der Inder von nebenan. Da konnte sie den halt wieder raus. Ne? Das war halt immer so der Gag. Ja. Das ist halt eines Tages im Krankenhaus so, ich würde mich gerne bei dir bedanken, der mir seine Leber gespendet hat und so. Und dann so, ja, wir holen ihn mal ganz kurz rein. Dann ist halt irgendwie so ein Schwarzer. Ja. Und sie halt so instant so, fängt an zu wirken und kotzt diese Leber wieder aus. Ich hätte gerne eine andere, danke. Ja, also Little Britain habe ich früher tatsächlich auch echt viel geguckt, aber man muss sagen, wenn das in einem Film wäre, wäre das alles gut. Aber dadurch, dass die quasi immer die gleiche Punchline haben, war das ein bisschen... Das macht doch gerade witzig. Computer wenn du sagt nein, hahaha, okay. Dann aber es gab zwischendurch auch mal so Überraschungssketches, wo es dann nicht so war. Es gab auch zum Beispiel hier Computer sagt nein. Einmal gab es halt eine Folge, wo sie alles umgedreht haben, weißt du? Da war das immer so, Computer sagt ja. Ja, gut. Oder so. Das war dann halt einmal, weißt du? Ja, so eine Special-Folge, wo alles funktionierte. Oder der Mr. Man, der halt immer in dieses Buchladen kam, haben sie das und das Buch und immer so, haben wir nicht da und so. Und der Kunde ist aber auch wollte, dass er es immer nicht hat, was er halt haben will. Da kann man mit so Wünschen, die man nicht erfüllen kann. Mhm. Eines Tages haben sie eine Schallplatte mit Nelly Furtado, haben sie eine Schallplatte mit Eric Clapton, wie er die besten Songs von Nelly Furtado auf einer Ukulele spielt. Mhm. Und der Verkäufer so, ja, die haben wir, ja, ist gerade reingekommen. Mhm. Und dann der Mr. Man so, oh, danke. Und geht halt so ganz traurig raus, weil er den nur ärgern will, den Mann. Ja, gut. Little Britain hat mich stark geprägt. Geht nicht mehr heutzutage viele Witze. Ja, gerade auch Blackfacing haben sie auch betrieben und so. Oder auch diese vielen so Transvestiten-Witze. Das sind Sachen, die würde man heute nicht mehr machen, aber ist ein Gag. Hat mich halt voll mitgenommen damals. Muss man sagen. Ja, was geht man in der Woche? Tja. Da kommst du ins Grübeln, ne? Ganz schöne, du, ganz also schöne. Es war sehr fußballlastig, so gefühlt. Ja. Fußball ist rund, eine 6 ist auch rund. Aber eigentlich ist es,
Ich finde schon die Tatsache krass, dass halt diese iranische Mannschaft irgendwie erst darauf verzichtet, auf die Nationalhymne, danach dann doch gezwungen wird zu singen. Das fand ich, ging schon sehr viral und das war auch schon sehr bedrückend irgendwie, weil du nicht weißt, wie geht's mit den Männern nachher weiter. Ja, wenn ich mich hier so umgucke in den News, ich sehe halt allenthalben nur so halbgare Sachen, außer natürlich Anschlag, aber das ist ja auch wieder... Und eben da bei mir sind die gleichen Sachen. Ja. Aber ich würde trotzdem ganz gerne eine 5 sagen, weil es eine Woche war, die war jetzt für mich persönlich nicht so relevant, weil irgendwie Twitter bin ich kaum, Fußball... Hätte ich skippen können, war irrelevant für mich. Fußball juckt mich nicht, hatte eh nur Stress auf der Arbeit, aber trotzdem war es, weil ich ja von außen betrachte, dass diese Fußballsachen gerade richtig eskalieren. Ja, aber also du gehst runter, das, wie du redest, klingt, als müsste es höher sein, als was ich gesagt habe. Ich habe ja 6 gesagt. Ach so. Also, dachte, 6 würde ich schon auch mindestens geben, okay. Weil erstens Iran, ich weiß, interessiert uns wieder nicht, ne? ist ja nicht Westen und so. Aber Leute, das Shooting, mit Maschinengewehren. Doch, das Shooting habe ich jetzt vergessen, stimmt, das ist wichtig. USA-Shooting, Iran-Shooting und Fußball-Shooting. Überall-Shooting. Das ist aber schon fast eine 7, finde ich, jetzt wo du die ganzen Shootings erwähnst, stimmt. Ja. Aber es ist auch Alltag geworden ein bisschen, ne? Das komm, sagen wir 6,6 für den geilen Priester. Machen wir. Top. Machen wir. Top. Serienmörder. Hast du den Jingle gerade gehört wieder? Richtig geil, Alter. Und zwar eine Serie, die sich selbst ermordet hat. The Walking Dead is finally over. Nach 11 Staffeln. Was, komplett jetzt? Ist es vorbei? Or is it... Denn, Tino, und da kannst du dich jetzt gleich mal selber fragen, was du möchtest. Möchtest du jetzt weitermachen mit Fear the Walking Dead, mit The Walking Dead A World Beyond, mit A Walking Dead Dead City, mit The Walking Dead Daryl Dixon, Tales of the Walking Dead, Isle of the Dead oder Rick and Michonne? Was möchtest du jetzt gucken von diesen Unterserien? Die gibt's jetzt alle gleichzeitig, oder was? Mehr oder weniger, ja. Also es gibt, also am Ende der letzten Folge der letzten Staffel, die auf jeden Fall durchaus okay war, kann man machen, gab es die Ankündigung, dass es 3 neue Serien gibt. Dazu gab es ja schon andere, ja, die auch mal weiterlaufen. World Beyond ist bereits vorbei, aber jetzt kommen halt noch mehr. Die ganzen einzelnen Figuren, die beliebtesten Figuren, kriegen halt eigene Spin-offs. Dead City spielt in New York, Daryl Dixon spielt in Frankreich, weiß gar nicht, Rick and Michonne spielt wahrscheinlich in Philadelphia dann. Der Wahnsinn, Tino, der Wahnsinn. Ist das nicht ein bisschen übersättigend? Das Ende ist der Anfang. Ah, naja, hab mich eh nicht interessiert. Also ich würde davon gar keine Serie gucken, ehrlich gesagt. Ja, also es ist halt für mich, Zombies gehen halt immer. Also ich werde, glaube ich, schon da überall reinschauen, tatsächlich. Wir haben gestern Wednesday angefangen zu schauen. Die von der Adams Family. Genau. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ach so, hat und die eine Serie? Die hat eine Serie jetzt und zwar geht es darum, dass ich sie... Ich schon wieder, ich mache einen Gag. Ach, Scheiße. Nee, dass sie auf ein Internat kommt halt, ne, weil sie irgendwie in ganz vielen Schulen rausgeflogen ist, weil sie halt so freakig ist. Die wichtigste Frage, hat sie Zöpfe? Natürlich hat sie Zöpfe. Oh, okay, puh, nice, dann ne? Gucke ich es vielleicht und auch mal. Und sie ist volljährig, also man darf sie heiß finden. Na, dann gucke ich... und es ist so, ich fand es unterhaltsam. Mhm. Aber ich bin ja ein Addams Family Fan. Wissen die wenigsten, ich liebe dieses Universum. Ich habe sämtliche Filme, fast alle Serien mir angeguckt. Und ich finde, sie haben beim Casting einiges verfehlt. Also man hat es noch nicht viel mitbekommen von allen, aber die Eltern zum Beispiel, ja. Papa und Mama Addams. Und die haben sie beide nicht gut besetzt. Also ich kenne... ich habe gerade den Namen vergessen von dem Vater, bin ich blöd? Mr. Banks. Nee, es ist Mr. Adams jedenfalls. Und was mit C? Was, Cosmo? Ich habe gerade vergessen. Bin aufgeregt. Cosmo und Wanda. Genau. Wenn Adams helfen. Der Vater Adams ist eigentlich so angelegt in sämtlichen Filmen, dass er immer optimistisch ist, weißt du? Ist immer so gut gelaunt. Und so, das schaffen wir schon und du kriegst das hin. Und sie strahlt und sie ist toll. Und kann immer irgendwie alles und ist kompetent. Und der Vater wirkt auf mich doch oft irgendwie ein bisschen genervt und frustriert und... überfragt, weißt du? Aber Tino, du als Schauspieler, du weißt doch, dass Leute auch das Source-Material selber interpretieren können. Ja, keine Frage, aber ich finde... Weißt du, du willst ja nicht auch 20 Mal das Gleiche sehen. Ja, aber ich meine ja auch Hulk jetzt nicht rot an, weißt du? Nur weil ich das anders fühle.
Naja. Also, und ich darf ja auch vor allem als Fan davon auch sagen, wenn ich etwas nicht gut interpretiert finde. Klar, ich sehe es als Spieler voll ein, zu sagen, ich lege mein Mr. Adams anders an. Aber für mich geht dann der Charme verloren der Figur. Weil das macht ja den Mr. Adams aus. Dass er halt immer so irgendwie optimistisch ist und ja, super, toll. Klar hat er auch seine besorgten Seiten, aber er zeigt die halt nicht. Der will immer so ein bisschen wie der perfekte Vater wirken. Das wirkt halt da irgendwie nicht. Du, Tino, die sieht aber nicht volljährig aus. Dachte ich auch, aber gestern haben wir recherchiert und die ist wohl 2002 geboren oder so. Nun gut. Und das ist dann eine Serie, ja? Soll das witzig sein oder was? Haha, ich quäl meinen Bruder? Ne, das Family ist ja immer lustig. Das ist ja Comedy irgendwie, Comedy-Horror. Ne, weil hier die ersten Bilder, die sehen halt alle so düster aus. Alter, ist die das? Ne, das ist doch die Originale. Das ist die Originale. Ne? Aber ich dachte... Alter, das ist Christina... Ne, warte mal, Christina Ritchie... Wird die mit so geschrieben? Keine Ahnung, wie die geschrieben wird. Das ist ja, also das wäre ja Christina Ricci, war das nicht diese komische mit Paris Hilton, Alter? Das wäre jetzt... Nee, das ist eine ganz andere. Nee, das ist eine ganz andere. Ricci, aber wie sieht die denn heute aus? Nee, okay. Das ist die war keine Simulierdarstellerin. Okay. Ja, jedenfalls, schaut euch gerne mal an. Wednesday auf Netflix, glaube ich, war das. Ist gut gemacht, ich finde es schon spannend, aber ich finde halt, dass die Addams Family irgendwie nicht ihren Charme hat wie in den älteren Serien, muss man so sagen. Also ist meine Meinung. Und ihre Schambehaarung. Und die Schambehaarung. Paris Hilton, Christina. Ich will jetzt wissen, wie die Christina hieß. Hä? Da gab es doch so eine scheiß alte Serie mit Paris Hilton und ich dachte, die heißt Christina Ricci. Egal. Egal. Tino, wir Brennholz. Sind in der Playlist gerade zugegen und in der Playlist wird heute eingepflegt ein Song von Kim Dracula. Peinlich, sich nach einem Vampir zu benennen. Was, King Dracula? Kim. Ach, Kim. K-I-M. Von außen könnte man betrachten, okay, der ist so ein bisschen Marilyn Manson-esque. Das ist eine Mischung aus Billie Eilish und hier Youngblood, finde ich. Kennst du das? Und die Schlagerpiloten wegen der... Ja, kennst du... Kim? Nein. Ist ein TikTok-Star, der jetzt zu Bekanntheit kommt, weil er interessante Musik macht. Ich würde jetzt hier mal in die Playlist einfügen, Make Me Famous, wobei der neueste Song, der diese Woche rausgekommen ist, Drown ist, den ich auch besser finde. Aber Make Me Famous macht es noch wilder, 10 verschiedene Genres miteinander zu vermischen. Okay, das klingt nach was für mich. Ich habe ohne Spaß, wenn du hier siehst, meine Lieblingssongs, ich habe ganz viele Electric Light Orchestra Songs reingepackt. Zu Recht. Hat mich abgeholt, muss ich sagen. Ich kannte einige Songs schon vorher, aber richtig geile Band. Aber trotzdem habe ich einen anderen Song für die Playlist. Ja, Onkels. Die bösen Onkels. Es ist nämlich so, Mio hat mir zum Geburtstag etwas geschenkt, was ja eine Überraschung sein sollte. Er wollte mich auf irgendein Event mitnehmen und erst vor Ort habe ich erfahren, was es ist und ich gucke rein in die Konzerthalle und es war SpongeBob, das Musical in Erfurt. Ich raste, ich hätte weinen können vor Freude. Es war so eine geile Vorstellung. Klar, fast nur Kinder drin und Eltern und so, aber auch so SpongeBob Ultras in unserem Alter, so Ende 20. Hat die 20ern. Baseballschläger dabei und nach dem Spiel wird sich... Nee, saßen so mit Bier da, hatten alle so T-Shirts an von SpongeBob und so, haben da so mitgegrillt und so. Bayonis ist auch ein Instrument, also yeah, mitgemacht und so. Und das war so super, richtig geil. Und ich mache vom Musical, klar, ich habe auf Deutsch gesehen, aber es gibt nur auf Englisch die Songs von Spotify, der Song I Guess I Miss You. Oh, ich dachte, I Guess, Wieso? I guess the juice. Achso. Nee, und ich kenne auch einen Schauspieler. Tatsächlich war auch der den einen Piraten gespielt hat. Das ist der Sohn meines ehemaligen Gesangslehrers. Voll spannend, wo die Wege sich so kreuzen. Jedenfalls, I guess I miss you, in einer Szene, der SpongeBob und Patrick sich streiten. Und dann singen sie diesen Song so, als sie dann entfernt voneinander sind. Und ich vermisse dich und so. Und hat mir das Herz gebrochen. Und ich fand es cool, dass sie halt nicht auf Zwang versucht haben, diese Kostüme nachzustellen auf der Bühne. Das heißt, du siehst halt keine Fische und Schwämme auf der Bühne. Mhm. Siehst halt echte Menschen, einfach in lustigen Outfits. Und du musst dir halt vorstellen, dass das gerade ein Schwamm ist, der ist eine Krabbe. Bei Mr. Krabs warst du halt schon Scheren dran, aber sonst waren alle echt wie einfach nur Menschen. Aber so echte Scheren einfach. So eine Schere mit Papier dran, was er gerade zerschneidet. Mr. Krabs. Genau, Mr. Krabs halt. Ey, ich könnte die ganze Folge nur über dieses Musical sprechen. Es war so toll, so gut inszeniert. Einfach schön. Und hört euch mal diesen Song an. Richtig schön gemacht.
Ich komme ins Schwärmen. Okay, wir kommen vor allem in die Overtime, ja? Ja. Wir müssen ja Golden Goal schießen, um das Ding hier endlich zu beenden. Ich fahre heute zum ersten Mal Lastenrad. Ich muss für die Vernissage noch was abholen, irgendwie so eine Musikbox. Was ist das? Lastenrad ist ein Fahrrad, wo vorne halt noch so ein riesiges Gepäckding ist. Okay, ich dachte, jetzt ist irgendwas ganz anderes. Okay, naja, wird sich komisch fahren, weil du bist ja mit einem normalen Fahrrad immer relativ flexibel. Kannst du auch auf Bürgersteig immer fahren, wenn es irgendwie zu anstrengend ist, zu warten. Aber es geht ja mit dem fetten Teil nicht. Also ich muss mich jetzt an die Fahrgesetze halten. An die STGVO. Nicht, dass ich dann morgen lese, AfD-Politiker mit Lastenrad erschlagen. Umgefahren höchstens. Na gut. Wenn ich einer wische, gebe ich Bescheid. Okay. Gut, die Musik gibt auch schon Bescheid, und zwar, dass das Ende des Podcasts angekommen ist. Danke, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Rudi, Alter, fürs neue Telegram hier Patreon-Supporter sein. Danke, Karacho-Kater, für die Jingles. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gefällt euch die neue Struktur eigentlich? Danke an die Menschen, die mir immer Telegram-Nachrichten schreiben. Ich kann immer nicht alles antworten, aber ich freue mich immer über eure Nachrichten. Okay. Tschüss.